Kannst du gerade noch mal kurz berichten, wie die Situation von Ralf im Moment ist, gesundheitlich? Wie geht's ihm? Er ist gerade im Krankenhaus seit gestern, glaube ich. Er ist seit Samstag im Krankenhaus. Er war schon mal den Tag vorher waren wir schon mal in einem Krankenhaus zur Untersuchung, aber da wurde irgendwie nichts festgestellt soweit. Die Symptome: Herzstechen, einfach starker Druck auf der Brust, Atemnot, Schwäche. Das ist dann einfach am Samstag noch mal so stark geworden, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt fahren wir wieder ins Krankenhaus und jetzt haben sie ihn auch behalten da. Es ist aber noch keine Aussage getroffen, wie lange er im Krankenhaus bleiben muss oder kann, wie man auch immer das jetzt sehen mag. Und davon hängt auch jetzt wiederum ab, wie das eigentlich mit dem Hungern und so weitergeht, weil wir gehen jetzt noch davon aus, es kann sein, dass das Krankenhaus ihn in ein paar Tagen einfach entlässt. Der hat aber auch im Krankenhaus geäußert, dass er sich auf keinen Fall jetzt ernähren lassen will. Ist das soweit korrekt oder wie sieht da seine Aussage aus? Nee, die Aussage ist eigentlich ein bisschen anders. Also wenn jetzt klar wäre, er müsste irgendwie 4 Wochen oder so im Krankenhaus sein, dann könnte er tatsächlich mit Ernährung anfangen. Wenn man sich jetzt mal mit den ärztlichen Berichten ein bisschen auskennt, dass nach langer Zeit Hungern wieder Essen anzufangen, ist wahnsinnig gefährlich. Und weil wir jetzt nicht wissen, wie lange er noch im Krankenhaus bleiben muss, und es kann sein, dass er in ein paar Tagen wieder rauskommt und er dann wieder weiter hungern müsste, dann ist halt einfach der Punkt, ja, er kann nicht jetzt im Krankenhaus mal kurz ein Butterbrot sich rein. Ich immer mit meinem Butterbrot, ne? Also jetzt was essen und dann müsste er wieder anfangen mit Hungern. Also das geht gar nicht. Und weil wir das jetzt noch nicht wissen, ist er weiter erstmal in diesem Modus drin. Was sagen denn die Ärzte? Sagen die Ärzte denn, er müsste wieder anfangen zu essen? Sagen die gar nichts? Sagen die irgendetwas? Das ist sehr eigenartig. Die sagen im Moment irgendwie überhaupt nichts. Also am Anfang kamen die Pfleger rein und haben ihn halt erstmal behandelt wie alle anderen. Ja, Herr Böß, gucken Sie mal, da gibt es ein Buffet und so. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich bin hier aber gerade ein anderer Sonderfall, ich esse gerade nicht und so. Das haben die Pfleger inzwischen verstanden. Aber die Ärzte, da, wir wundern uns eigentlich selber ein bisschen, Ralf auch. Es hat sich noch keiner ernsthaft damit beschäftigt jetzt. Also er ist da so ein bisschen, jetzt ist er so da. Und kriegt da so ein bisschen seine Medikamente, aber irgendwie passiert nicht viel. Ich verstehe das eigentlich auch im Moment überhaupt noch nicht. Also ich hoffe, dass da jetzt morgen endlich mal ein Arzt nochmal sich richtig äußert. Und irgendwie im Zweifel vielleicht das Krankenhaus wechseln oder so? Ja, also im Zweifel müssten wir das vielleicht. Haben Sie von Ralf Böß gehört? Wissen Sie, wer Ja, das ist? ja, ja, ja. Gibt es von Ihrer Seite aus eine konkrete Kritik an der Aktion von Ralf Böß? Sind Sie der Meinung, dass Gutscheine legitime Ersatzleistungen bei Sanktionen sind? Und was würden Sie Herrn Böß raten? Also, ich Zum Beispiel. kritisiere an ihm, dass er sein Leben riskiert. Das ist die Sache bei allem nicht wert. Aber das ist auch alles, was ich kritisiere. Ansonsten hat er recht. Die Sachgutscheine, das ist eine Art von Denken und Behandlung, die meines Erachtens die Würde des Menschen verletzt und die wir auch gar nicht nötig haben. Ich verstehe, ich sage es noch einmal, die ganze Sanktionspolitik nicht. Ich halte die für falsch, auch wenn einer nicht zum Termin kommt und sonst was. Und das widerspricht auch einer Logik. Denn wenn Hartz IV das Existenzminimum ist, hat niemand das Recht, das Existenzminimum zu unterschreiten. Ja. Das ist gar nicht mehrheitsfähig in meiner Partei, was ich jetzt sage. Ich würde wieder denen, die besonders aktiv sind, einen Bonus geben. Okay. Oder den Kranken einen Bonus geben, obendrauf. Aber ich würde niemandem etwas wegnehmen vom Existenzminimum, wobei ich es höher einschätze als die Mehrheit des Bundestages. Das käme noch hinzu. Und insofern, auch wenn ich sage, er soll sein Leben nicht riskieren und soll jetzt auch langsam aufhören, hat er doch wachgerüttelt. Leider nicht genügend wachgerüttelt. Aber nun gibt es ja einen Richter, einen Sozialrichter, Gotha, glaube ich, In der Gotha, entschieden genau. hat, das dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Und wenn ich mit gewissem Stolz sagen darf, dass er vorher Abgeordneter unserer Fraktion im Bundestag Okay. war, dann bin ich doch ganz zufrieden, dass er wieder zurück ist in seinem Beruf als Richter und dann doch eine solche Entscheidung getroffen hat. Das klingt so leicht, ist aber nicht so leicht, denn du musst da einen sehr gut begründeten Beschluss machen, weil du sonst auch stark an Ansehen in der Justiz verlierst und so weiter. Und ich glaube, dass er einen sehr gut begründeten Beschluss Und gefasst haben Sie noch einen Rat, den Sie Ralf Böß geben Ja, könnten? ich würde ihm raten, nachdem er diese Methode angewandt hat, könnte er zum Beispiel noch einmal einladen, Medienvertreter, Politiker, käme auch so einer wie ich hin und so, und könnte noch mal sein Anliegen deutlich formulieren und dann sollte er mit ärztlicher Hilfe den Hungerstreik beenden und dann denken wir uns neue Formen aus. Es gibt Theater, es gibt Demonstrationen,
Es gibt überhaupt lauter kulturelle Möglichkeiten, um auf die Dinge hinzuweisen. Also, er sollte sich jetzt einen Weg überlegen, wie er mit ärztlicher Hilfe nicht einfach so, übrigens nicht einfach jetzt plötzlich ist essen, klar. das Der geht ist gar übrigens nicht. in einem Krankenhaus. Ja? Ah, das muss dann wirklich anders passieren. Ja, da kann ich ihm wieder die Juristerei erklären. Es ist doch alles freiwillig. Wenn er bewusstlos wird, kann er nichts mehr entscheiden. Deshalb muss ihm dann geholfen werden, bis er wieder Bewusstsein hat, also wenn es noch geht. Und dann kann er wieder sagen, dass er nicht will, dass ihm geholfen wird. Also das ist auch alles irrsinnig in der Rechtsprechung. Deshalb möchte ich an ihn appellieren, jetzt mit ärztlicher Hilfe aufzuhören und dann über neue Formen des Protestes nachzudenken. Ihr hattet uns ein paar Fragen mitgegeben. Die erste lautete, die du ja gestellt hast, von wegen, welche Kritik denn, wenn überhaupt, der Gregor an Ralf Böß hätte. Ja. Und Gregor Gysi sagte, eigentlich keine, bis auf eine, dass er bereit wäre zu sterben. Das wäre seine einzige Kritik. Auf die zweite Frage, was denn irgendwie mit den Sanktionen und der Würde des Menschen wäre, so sinngemäß, hat er gesagt, das wäre ja ganz klar. Also Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und auch, dass die Sanktionen, dass die nicht gehen. Dritte Frage war ja, was er dem Ralf Böß raten würde. Und da fand ich, hat der Gregor Gysi etwas ganz Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich rate ihm, die Aktion abzubrechen und stattdessen dann wieder mit neuen, weiteren Aktionen weiterzumachen. Ralf Böß hätte jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und es würde aber nicht so viel Sinn machen, dass man jetzt stirbt, sondern es würde viel mehr Sinn machen, dass man Theateraktionen oder einfach kunterbunt andere Aktionen weitermacht, um diese Geschichte voranzubringen. Das war jetzt erstmal kurz zusammengefasst, was ich dir so sagen kann. Und du kannst jetzt einfach mal dazu sagen, so, was dir dazu einfällt. Also dieses mit Theateraktionen und so weiter, das ist ja alles, klingt ja alles ganz schön und so. Und wir würden auch gerne Theateraktionen machen, das ist ja vielleicht gar nicht der Punkt. Also Ideen haben wir ja genug. Die Frage ist halt einfach, es gibt immer wieder Leute, die haben jetzt Ralf am Tisch besucht und haben dann gesagt, Ralf, hör doch auf zu hungern. Ja, und wo wir dann immer so denken, ja, das ist ja schön, aber sag das bitte dem Jobcenter, weil Ralf kriegt kein Geld zum Essen. Was soll er denn jetzt machen? Also alles, was er jetzt machen kann, sind Entwürdigungen. Es ist im Grunde, wenn man jetzt mal Bild so nimmt, irgendwie als wenn du auf irgendeiner Seite stehst, irgendwie schönes freies Feld, das ist die Seite der Menschenwürde und da haben die Leute noch ihre Rechte. So, und wenn du jetzt aber dieser Rechte beraubt wirst in Hartz IV, weil du halt sanktioniert wirst, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, okay, spring in den dreckigen Fluss, ja. Mach entweder, was wir sagen, also such dir irgendeinen Billigjob, mach irgendwas oder nimm die Essensgutscheine an, die musst du ja sogar noch selber beantragen, ja. Also es wird ja dann quasi, du musst ja dich selber noch entwürdigen, so bitte gib mir das. So, dabei weiß jeder, dass das entwürdigend ohne Ende ist, weil man damit schwer einkaufen kann. Und er sieht jetzt einfach keine Alternative. Er weiß nicht, wovon soll er denn leben. Er hat schon gemeint, ja, wenn Andrea Nahles zu ihm käme und würde dann sagen, ja, Herr Böß, hören Sie doch bitte auf zu hungern, hat er schon gedacht, meint so, ja, dann können wir ihr ja anbieten, dass sie mir immer von ihrem Gehalt was abgibt, ne. Ich meine, wie soll denn das gehen? Das ist dann immer noch so meine Frage an die Leute, weil, gut, ich sehe es nicht, ich weiß es nicht. Das ist auch das Einzige, warum ich noch sagen kann, ich unterstütze Ralf. Ich war ja am Anfang auch sehr stark dagegen. Also. Ja, das ist erstmal vielleicht dazu. Vielen Dank. Also ich fände es halt auch furchtbar schlimm, wenn jetzt dem Ralf irgendwas passiert. Und ich habe halt eben auch die Sorge, dass das nicht den erwünschten Effekt hat. Also, dass das Märtyrertod wäre, der eben genau nicht das bringt, was es bringen soll, nämlich, dass die Sanktionspraxis aufgehoben wird, dass das endlich mal vom Tisch kommt, weil das eben nicht nur entwürdigend, sondern menschenverachtend ist. Er ist heute im 70. Hungertag und das ist schon wirklich extrem. Also, wir haben ja auch nicht erwartet, dass das irgendwie so lange geht oder so. Und es steht jetzt natürlich die große Frage an, was machen wir denn jetzt? Es gibt einige Leute, die jetzt sagen, Mensch, wir können nicht weitermachen. Auf der anderen Seite, ich kenne Ralf ja sehr gut und es ist tatsächlich für ihn die Frage, er weiß auch nicht, wie er leben soll, wenn er jetzt sagen würde, er gibt auf. Das ist für ihn, wäre das einfach Verrat seiner Ideale und Verrat seiner ganzen Tätigkeit. Und von daher ist das für ihn schon ein sehr hoher Preis, den er jetzt zahlen müsste, wenn er wirklich sagt, ja, ich gebe jetzt auf, ich suche mir irgendwas, ich weiß nicht, was er dann machen soll, aber jegliche Alternative wäre für ihn halt ein Rückzug und ein Einbruch seiner eigenen
Überzeugungen. Und deshalb ist das wahnsinnig schwer. Und für uns Unterstützer ist es eben auch wahnsinnig schwer, weil wir immer in diesem Spannungsfeld liegen. Ne? Einerseits unterstützen wir die Sache, so, und da muss man auch immer gucken, Ralf irgendwie, ja, bleibt dabei oder so. Und auf der anderen Seite will man Ralf nicht zum Sterben motivieren und ist natürlich, wäre natürlich auch froh, er würde jetzt sagen, okay, ich lasse es jetzt. Ne? Das ist ein totaler Zwiespalt. Und ja, und erschrocken sind wir halt einfach darüber, wie so teilweise Reaktionen ausbleiben oder von Leuten, wo man sich eigentlich gewünscht hätte, dass Reaktionen irgendwie oder Unterstützung kommt. Ne? Oder wie eben auch die Bundesregierung die Verantwortung komplett von sich weiß. Das ist wirklich erschütternd eigentlich. Das ist halt so eine Pattsituation, ne? So irgendwie, man kommt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Mhm. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn Ralf tatsächlich stirbt, dann es hätte niemand was gewonnen. Das ist das, was ich das Schlimme daran sehe. Und ich verstehe wohl auch, was du sagst. Was soll er denn stattdessen machen? Das ist mir nicht klar. Ich bin ja auch kein Jurist, aber soweit ich verstanden habe, gibt es auch jede Menge Juristen, die Ralf auch beraten. Ist das so oder nicht? Nein, das stimmt nicht. Also Ralf hatte eine Zeit lang Geld, also Spenden gesammelt für Anwälte. Das Geld ist jetzt so gut wie aufgebraucht. Und es gibt ein paar Leute, die sich halt dadurch, dass sie selber im Hartz IV waren. Ja, man wird ja, wenn man Hartz IVer ist, wird man ja ausgebildeter Jurist irgendwann. Ne? Es ist Wahnsinn, was die Leute sich beschäftigen müssen mit Gesetzen und Paragraphen. Und es gibt halt einige, die kennen sich recht gut aus und die haben dann immer mal wieder Ralf gesagt, guck mal, das könntest du machen oder das, aber das ist natürlich alles keine Rechtsberatung in dem Sinne, die wurde ihm ja auch verweigert. Also Rechtsberatung wurde ihm verweigert? Er hat kein Geld dafür bekommen. Ach so, Prozesskostenbeihilfe, ja. Wäre ja der normale Weg, ja. Aber das ist immer gebunden an der Aussicht auf Erfolg. Also er hat weder Prozesskostenhilfe bekommen, noch jemals aufschiebende Wirkung. Ne? Ja gut, das mit der aufschiebenden Wirkung ist mir bekannt. Die andere Möglichkeit, die ich mir jetzt irgendwie vorstellen kann, dass ein Anwalt bereit wäre, pro bono. Das ist aber irgendwie nicht, weil gerade die Anwälte, die in dieser ganzen SGB-II-Geschichte drin sind, die sind auch sehr stark darauf angewiesen, dass sie, die sind wahnsinnig überfordert und müssen zusehen, dass sie das Geld reinbekommen dann wieder vom Jobcenter. Also die können sich eigentlich auch nicht leisten, jetzt irgendwie mal so, einfach so mal. Das, also sowas gibt es irgendwie nicht. Außerdem ist der Fall von Ralf ja nochmal ein ganz spezieller, weil die Anwälte sind ja immer darauf geschult, Sanktionen zu verhindern, Sanktionen abzuschaffen, im System irgendwie versuchen, den Leuten zu helfen. Und Ralf hat ja nun wirklich das System provoziert und hat genau die andere Frage. Er sagt ja, er will ja zum Verfassungsgericht kommen, obwohl es liegt ja jetzt auch schon mal im Bundesverfassungsgericht, das ist ja schon mal gut. So, aber das war halt auch mal eine ganz andere Frage und da gibt es eben auch keinen, der sich auf sowas spezialisiert hat. Wir haben verschiedene Menschenrechtsanwälte und so weiter haben wir angefragt, aber die waren dann auch total überlastet. Das, also Gregor Gysi hatte gesagt, dass er halt auch stolz sei, dass der Richter, der in Gotha diesen Beschluss gefasst hat, dass das halt ein ehemaliger Mitglied der linken Fraktionsgruppe gewesen sei. Und dass er halt stolz darauf sei, dass er sozusagen aus dem Bundestag heraus dann wieder in einen zivilen Auftrag gekommen ist. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich weiß jetzt nicht, wir können eigentlich nur jetzt hier sozusagen mittendrin das jetzt irgendwie erstmal so stehen lassen. Darf ich da kurz was anmerken, weil es kam gerade heute in der Jungen Welt ein Artikel, der hat das aufgegriffen, dass in England wahnsinnig, also wirklich über 2000 Tote jetzt inzwischen schon durch diese Sanktionen im englischen Sozialsystem. Und die englische Presse ist da nicht so zurückhaltend wie die deutsche. Also die haben da wirklich schon einige Berichte gebracht, weil es ist ja hier immer noch das Klischee, in Deutschland muss keiner verhungern. Ja, und deshalb wirkt die Aktion von Ralf für manche auch so skurril, weil die sagen, was, spinnt der, ne? Keiner muss hier hungern. Ja, zu welchen Bedingungen? Ich kann auch aus dem Mülleimer mir ein Butterbrot klauen, ne? Oder so, aber das ist halt nicht der Punkt. Also es geht ja auch um eine Menschenwürde und die ist eigentlich im Grundgesetz verbürgt. Und, ja. Aber in England ist das halt noch wesentlich stärker schon in der Öffentlichkeit angekommen, was das eigentlich bedeutet, zu sanktionieren. Ja, dann erstmal vielen Dank, Diana. Ich hoffe einfach mal, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, auch vielleicht jetzt durch unsere Dreharbeiten.